Die grüne Lunge Frankfurts, sie leidet. Die Leiterin des Stadtforstes ist wenig begeistert vom Zustand ihres Reviers. Denn dem Stadtwald geht es gar nicht gut. Und das trotz ordentlich Regen in diesem Jahr. Also bei diesen alten Bäumen reicht es tatsächlich nicht. Weil die sind seit 2018, seit den Trockenjahren, so stark geschädigt, dass ein gutes Jahr mit viel Regen einfach nicht ausreicht. Die bräuchten viele, viele Jahre jetzt, dass sie wirklich wieder komplett durchgängig mit Wasser versorgt sind. Der städtische Mischwald ist dem Klimawandel nicht gewachsen. Diese Bäume sind mindestens 150 Jahre alt und haben schon viele Wetterextreme erlebt. Doch die waren bisher von kurzer Dauer. Das Problem ist halt jetzt, dass es viele Jahre aneinander zu trocken war. Und dass ein Baum schafft das mal ein Jahr oder zwei Jahre, sich wieder zu holen, wenn es eine Trockenperiode gibt. Aber über so viele Jahre wie jetzt, das ist auch für uns ganz neu. Das ist eine neue Erkenntnis, die wir jetzt hier auch sammeln, wie die Bäume darauf reagieren. Die Daten zeigen, nur 1,5% aller Bäume sind gesund. Der Rest ist leicht bis stark geschädigt. Fast die Hälfte hat kaum noch Nadeln und Blätter. Doch es gibt Hoffnung. Wir haben hier wahnsinnig engagierte Försterinnen und Förster, die hier in dem Wald arbeiten, die ihren Wald zukunftsfest gestalten wollen, die klimaresiliente Baumarten testen, die schauen, wie können wir auch in Zukunft einen gesunden Wald haben. Angesichts der klimatischen Herausforderungen wird das wohl kein einfacher Weg.